Die Gründungshochschulen von BeLearn sind die drei kantonalbernischen Hochschulen, die PH Bern, die Berner Fachhochschule und die Universität Bern, sowie die beiden eidgenössischen Hochschulen, die Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne, die EPFL, und die Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung, die EHB. Die fünf Gründerhochschulen fördern in BeLearn gemeinsam die digitale Transformation in der Bildung. Innerhalb von BeLearn forschen sie hochschulübergreifend und auf jede Forschung folgt eine Translation. Also eine Brücke zurück in die Praxis, das kann ein Tool sein, ein neuer Inhalt in der Ausbildung von Lehrpersonen, ein Event, wo das Wissen verbreitet wird oder vieles andere mehr. Neben den ForscherInnen sind im Hub von BeLearn auch Startups. Und zudem arbeiten BeLearn mit weiteren Hochschulen und Unternehmen zusammen, so zum Beispiel mit der SBB. Das Ziel von BeLearn ist, eine möglichst rasche Translation und die Ergebnisse schnell für Bildungspraxis nutzbar zu machen. Bereits im Aufbaujahr im 2021 laufen verschiedene Projekte, so zum Beispiel ein Innovationsprojekt mit den Sek 2 Schulen im Kanton Bern. Gedanken von BeLearn, Zusammenarbeit mit Universitäten, mit Forschung, mit Entwicklung, aber auch mit Bildung und mit Unternehmen fasziniert uns. Darum arbeiten wir seit längerer Zeit miteinander hier vor Ort, in unserem historischen Depot. Es freut mich sehr, dass wir dort die Ausbildung gemeinsam machen können mit unseren Mediamatikern und Interactive Media Designer. Es ist eine spannende Zusammenarbeit und wir erhoffen uns für unsere Bildung neue Impulse, aber auch das Gegenteil, dass wir auch Impulse geben können zurück in unsere Hochschulen. Ja, der digitale Wandel begleitet und begegnet uns und den Jugendlichen überall, sei es in Form von einer Drohne oder vom Smartphone, er ist allgegenwärtig. Das heißt, was brauchen diese jungen Menschen, um in dieser digitalen Welt in Zukunft sich zurechtzufinden? Was brauchen sie für Kompetenzen, für Skills in der Zukunft, in unserer digitalisierten Welt? Darüber möchte ich mit unseren vier Experten hier sprechen. Und Reinhold Denzer ist bei mir hier und er ist Bäcker, Konditor und hat eine Ausbildung zum Kondukteur gemacht, kennt also unser duales Bildungssystem bestens. Inzwischen ist er seit über 30 Jahren bei der SBB tätig und als Leiter berufliche Grundbildung hat er direkt mit eben diesen jungen Menschen zu tun und deren digitalen Fähigkeiten. Neben mir ist Danica Zeyer. Danica Zeyer hat ein spannendes neues Startup, das WUKIT heißt. Wir werden noch mehr dazu hören, was es mit diesem Namen auf sich hat. Und außerdem ist sie nebenher noch an der ZHGDK und begleitet Unternehmen in der Transformation. Und wir sind natürlich gespannt zu hören, was dieses WUKIT da macht. Katrin Müller haben wir gerade schon im Video gesehen. Das heißt, wir wollen gar nicht zu viel darüber erzählen, was BeLearn macht. Wir haben es ja gerade erfahren. Und Katrin Müller leitet BeLearn seit 2020 und ist deswegen ganz eng in dem ganzen Bereich von Digital Skills, Tools und Data Science für Bildung unterwegs. Und zuletzt, Pascal Zaug ist hier von der PH Bern. Er ist dort Leiter und Dozent für Medien und Informatik und bildet damit Lehrpersonen aus und beschäftigt sich auch sonst gerne mit den Programmierkompetenzen von Schülerinnen und Schülern und wie man auch soziale Ungleichheiten in Bezug auf Digitalisierung abbauen kann. Ja, BeLearn haben wir gerade schon erfahren, was es macht und ich habe es schon versprochen. Wir wollen natürlich auch wissen, was macht WUKIT, was verbirgt sich dahinter, hinter diesem Wort und den vielen Begriffen, die ich auf der Website gefunden habe, von WUKA, von agilen Methoden, von Design Thinking. Was steckt dahinter, Danica? Danke, Miriam.
ist ein gutes Stichwort, VUCA. Wir leben in einer VUCA-Welt. Die zunehmende Digitalisierung, aber auch die Pandemie, ist VUCA-Welt in Reinform. VUCA ist ein Akronym, das für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit steht. Und was heisst das? Wir Menschen müssen uns auf den Weg machen. Die Veränderung ist eigentlich die einzige Konstante. Und WUKIT ist eigentlich eine Antwort auf die WUKA-Welt. Das heisst, wir unterstützen die Menschen mit einer Lernmethode und Lerntechnologie mit sogenannten transformativen Kompetenzen. Also das heisst, dass sie sich öffnen fürs Neue, dass sie Selbstverantwortung, mehr Selbstverantwortung übernimmt und eben in dieser wahnsinnig schnelllebigen Welt ihre Position können justieren und somit quasi sich bereit machen, weiterzugehen. Allenfalls in neue Berufe, neue Herausforderungen, was immer es jetzt braucht. Mhm. Merci, Danica. Und wir haben schon in dem Titel unseres Talks heute das Wort digitale Skills. Und Pascal, ich möchte dich fragen, was verstehst du unter digitale Skills? Was brauchen wir da für die Zukunft? Also so auf der obersten Ebene kann man es, glaube ich, recht einfach sagen, es ist echt kompetenter Umgang mit digitalen Technologien und denen ihre Auswirkungen und Wirkungen im Groben. So. Und dann kann man es, glaube ich, noch ein bisschen auseinandernehmen. Ich finde es noch gäbig, es gibt sogenannte Dachschuldrücke, wo man es ein bisschen auseinandernehmen kann, dass man sagt, ja, auf dem einen sind das Kompetenzen in der Anwendung, also so Anwendungskompetenzen. Und dann sind es Kompetenzen im Bereich so technische Kompetenz, technische Perspektive, in dem Sinne, wie funktioniert es. Und die letzte ist sicher auch noch eine, ist so die gesellschaftliche Perspektive, also wie wirkt es insgesamt. Und ich glaube, wenn man dann in Lehrplan 21 hineinschaut, findet man dort noch zwei Perspektiven, die ich auch noch so wichtig finde. Ist zum einen so die Informatikperspektive, wo man darauf schaut, ja, wie funktioniert es, was ist die Informatik hinten dran. Und die zweite Perspektive ist so die Medienperspektive, also welchen Einfluss haben Medien in unserer Welt und wie wirken die auf uns wiederum. Ich glaube, so kann man es mehr oder weniger abdecken. Die Frage nach den Digital Skills und wie sich die genau dann ausformulieren, denke ich, da kommen wir dann heute noch dazu. Ja, Katrin, ich möchte die Frage eigentlich auch dir stellen. Das ist ja ganz euer Bereich, das ist das, was ihr bei BeLearn macht. Was sind für dich digitale Skills? Ich kann mich da nur anschließen am Vorredner, also die allgemeine Digitalkompetenz, die eben über die intuitive Bedienung von technischen Geräten weit rausgeht und was viel mehr darum geht, wie kann ich einen kritischen, sicheren und effizienten Nutzer oder Benutzerin werden, und zwar eben so die Konsumentin, Konsument, wie auch Produzentin, Produzent von digitalen Medien. Mhm. Jetzt ganz spannend, ich glaube, wir müssen ja den jungen Menschen nicht mehr erklären, wie Smartphones funktionieren oder wie diese technischen Geräte funktionieren oder wie wir im Video gesehen haben, die Drohne. Reinhold, was erlebst du in deinem Bereich, in der beruflichen Grundausbildung? Was muss man ihnen eben doch mitgeben für diese digitale Welt? Wie ist es vielleicht auch jetzt anders als früher? Das ist komplett anders. Ich denke, es ist tatsächlich so, dass die jungen Leute mit guter Anwendungskompetenz, also wie ein Gerät bedienen, wissen sie. Man muss ihnen nicht mehr zeigen, wie bei uns vor 30, 35 Jahren ein PC startet. Das können sie. Und sie haben auch gelernt, wie gehen wir mit dem um, wie finden sie Sachen. Und ich glaube, es gibt ein paar Schlüsselthemen, die wir müssen im Auge behalten müssen. Das ist einerseits so, wie gehen wir mit Daten um. Also so Datensicherheit, grundsätzlich Informatiksicherheit, IT-Sicherheit. Wie legen wir Sachen ab, dass wir es wieder finden und nicht 10 Minuten müssen durchscrollen, bis wir dann dort sind, wo wir etwas finden. Aber auch so der Umgang, den Pascal hat angesprochen, im Zusammenhang mit dem Umgang mit den Medien. Also wir haben so viele Informationen wie noch nie. Und es ist, glaube ich, eine rechte Anforderung für die jungen Leute, aus dem Dschungel Informationen herauszufiltern, was ist jetzt wirklich relevant und wie zuverlässig sind die Quellen, wo die Informationen herkommen. Wenn du jetzt so zurückschaust auf deine 30 Jahre SBW, von als du dort deine Ausbildung gemacht hast bis heute, was ist das, was für dich wirklich so den Wandel so zeigt? Was ist für dich, was sich am meisten verändert hat? Ich kann das einem Anschauungsbeispiel zeigen. Das ist ein Kartonrolli mit einem Notizzettel und das ist ein Smartphone. Das ist der Unterschied. Vor 30, 35 Jahren, als ich im Zug arbeitete als Kondukteur, war das unser Kommunikationsmittel, also im fahrenden Zug. Wenn wir kommunizieren mit der Aussenwelt, haben wir ein Kartonrolli mit einem Notizzettel zum Packwagen ausgeworfen.
Und heute haben wir alles auf diesem kleinen Gerät, in 24 Stunden, die Sekunden überall erreichbar, haben ganz, ganz viele Informationen drauf. Und das sind halt zwei Welten und es sind nicht Jahrhunderte dazwischen, es sind 30 Jahre. Also das heisst, Papier, das ist gestern, heute sind es die Geräte oder ist es mehr als nur die Geräte? Ja, es ist mehr als nur Geräte, aber es ist natürlich eine der Konsequenzen, die sichtbar wird. Also wenn man jetzt bei uns in der Büroumgebung schaut, Aktenschränke, Personaldossiers, inexistent. Es gibt es wie nicht mehr, ist alles digitalisiert. Hat jetzt mittlerweile natürlich auch sehr stark Einfluss genommen auf wie schaffen wir. Also es gibt fast kein Berufsfeld mehr bei uns, das nicht in irgendeiner Form Smartphone oder andere digitale Hilfsmittel für die tägliche Arbeit braucht. Jetzt, Danica, wir haben gehört, was sich in den letzten 30 Jahren verändert hat. Und wir wissen ja alle, es geht eigentlich nur noch schneller, es geht exponentiell schneller, die Veränderung. Wie kann man sich auf sowas vorbereiten, auf so eine Welt? Ja, gute Frage. Ich habe es schon bei der Einleitung gesagt. Also ich glaube wirklich, und da orientieren wir uns am OECD-Lernkompass, der von der transformativen Kompetenzen redet. Ich glaube, das ist der Anfang von allem. Oder? Und du kennst ja sicher die Kurve, die Veränderungsbereitschaft von der Menschen oder? Und die exponentielle technologische Kurve, wo ja im Wesentlichen ist es ja eine Reizüberflutung. Oder? Es gibt so viel Neues, so viel Komplexität und mit dem können einen Umgang finden. Also ich finde es spannend, was ihr jetzt gesagt habt. Oder? Wenn man jetzt einen Schritt weiter denkt, was ist die Konsequenz? Oder? Wenn man quasi grosse digitale Möglichkeiten hat und sind wir ganz ehrlich, ganz viel, ich inklusive, verstehe einen Bruchteil von dem, was die Anwendungen können leisten können. Das tut etwas mit uns. Oder? Und wir sind wirklich überzeugt, dass wir die Menschen eben mit interpersonalen, emotionalen, sozialen Skills muss unterstützen, dass sie einfach mit dieser Komplexität, mit dieser Unsicherheit einen guten Umgang lernen können. Ich glaube, wenn man dort investiert, dann ist, ich sage jetzt mal, schon mal gut gerüstet. Und der Rest, also ich bin auch der Überzeugung, es müssen nicht alle Code lernen. Oder? Also es gibt einen hohen Bedarf, aber es gibt auch einen grossen Bedarf, eben gerade an Berufen, wo es den persönlichen Austausch braucht. Und Human Judgment brauchen wir immer, auch mit Robotern. Oder? Danica hat es schon aufgebracht, du hast es ja auch angesprochen, du bist ja im Bereich Medien und Informatik tätig, aber du bist auch dafür zuständig, dass man vielleicht an der Schule programmieren lernt. Ja. Wie wichtig ist es zu verstehen, wie Programmieren funktioniert oder müssen wir nicht wissen, was da in unserem Kästchen hinten dran läuft? Das ist jetzt noch schwierig, also ist für mich so eine schwierige Aussage gewesen, ist die Frage, müssen wirklich alle Code lernen? Weil wir machen ja grundsätzlich mit allen Schülerinnen und Schülern Programmieren. Es steht auch so im Lehrplan 21 drin, ab der 5. Klasse sozusagen, ist das Thema Programmieren eigentlich fix drin. Jetzt. Und ich, aus meiner Sicht, würde jetzt wirklich sagen, es ist eine zentrale Kompetenz, für zu verstehen, was hinten dran läuft. Ohne dass wir mit ihnen programmieren, können sie fast nicht erleben und erfahren, wie das funktioniert und wie die Abläufe sind. So, es bleibt so etwas Magisches. Und darum würde ich jetzt sagen, bis zu einer gewissen Kompetenz würde ich sagen, müssten alle Schülerinnen und Schüler können programmieren und so das Konzept des Programmieren zumindest verstehen. So in auf dieser Ebene, würde ich sagen, wäre es von mir gesehen nötig. Und ich glaube, genau das Grundverständnis ist ja, was sie brauchen, dass sie dann sich weiterentwickeln können. Weil die Leute wollen lernen, die jungen Leute. Und das Beispiel von meinem Sohn, der ist gelernt Elektroniker, hat nachher in Informatik geschafft, hat dann weiterführend in die Schule gemacht, weil er gesagt hat, das brauche ich, dass ich in die Fachhochschule kann. Und hat 3 Jahre gesagt, ja, das, was die mir vermitteln, das habe ich mir mit 10, 12 selber angeeignet, weil er aus der Schule schon Grundkompetenzen hatte. Und mit seiner Neugier hat er das selber weiterentwickelt. Und ich glaube, dort ist so der Stolperstein nachher, die Übersetzung von dem. Wie viel bringen wir wirklich bei und wie viel wollen wir sie selber entwickeln und arbeiten. Aber ist jetzt nicht die Herausforderung, die jetzt eben nicht in der Ausbildung sind und gelernt haben, programmieren? Wo stehen die? Was machen wir mit denen? Oder? Also das ist ja, und dann, man redet ja hier nur über Lernende, aber dann gibt es ganz andere Professionals, oder? Die sind noch viel weiter weg. Also würde mich interessieren, wie du da dazu stehst. Was machen wir mit denen, die das eben nicht in der Grundausbildung gelernt haben?
Und ich bin übrigens total einverstanden, was du sagst, dass das hilft, um können, ich sage jetzt mal, die Technologie besser nutzen, oder? Also im weitesten Sinne kritisch und komplex denken, oder? Ja, ich würde sagen, es bleibt uns fast nichts anderes übrig, als zu schauen, wie können wir die Menschen auch entsprechend eine Ausbildung bieten, auch in diese Richtung. Wie können wir sie abholen? So, ich hätte jetzt, wie gesagt, das wäre wieder der Zentralpunkt, wie dort noch weiter zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir eigentlich alle, können entsprechend abzuholen. Und wenn man so im Rahmen von sozialen Ungleichheiten zum Beispiel schaut, sind das immer so die gleichen Bruchlinien, die man auch erkennt. Sei das Wohnort, Geschlecht, sei das der Sozialstatus, den man hat und solche Sachen. Also von dem her finde ich es ein wichtiger Punkt, wo ich jetzt aber nicht unbedingt involviert bin, drinnen, weil ich mich vor allem mit der Grundbildung beschäftigen. Aber ich fände es zentral, wenn es irgendwie möglich ist, dass wir das auch bieten und dort auch Weiterbildungsmöglichkeiten für in dem Sinn alle bieten. Also ich denke, Katrin, eben, ihr seid ja genau in dem Bereich, offensichtlich reicht ja das Bestehende nicht an digitalen Skills, die man vermittelt, oder? Genau, also wir haben halt eine ganz grosse Menge an Personen, die mit einer anderen Kultur und mit einer anderen Grundausstattung in den Beruf eintreten. Und ich glaube, da gibt es zwei Varianten, mindestens, gibt es sicher ganz viele mehr, aber auf zwei möchte ich jetzt eingehen, wie man das ein bisschen beheben kann oder ein bisschen kompatibler machen kann. Und die eine ist die Weiterbildung an sich mit niederschwelligen Angeboten, nicht ausschließlich mit zweijährigen oder eineinhalbjährigen CAS, sondern mit niederschwelligen Angeboten. Und das andere, gerade bei den Lehrpersonen, denke ich mir, ist eine Veränderung von der Kultur. Und die braucht einerseits Zeit, darum beißt sich der Schwanz, und andererseits ist es aber eine Möglichkeit, für schnell zu Lösungen zu kommen. Also wenn man eine Kultur etablieren kann, und das ist noch nicht überall und auf allen Schulstufen gleich der Fall, wo man anfängt, Innovationen zu teilen und untereinander als Lehrperson verfügbar zu machen, dann gewinnen wir vielleicht auch vermehrt wieder so kleine einen spielerischen, einfacheren und nicht so einen trägen Zugang, wo einem schon der Laden runtergeht, wenn man nur das Wort Digitalisierung hört oder wenn das Handy kurz nicht tut, wie man will und man ist schon außer sich, sondern wenn man wirklich wieder so den Zugang gewinnt vom Ausprobieren, vom Miteinander teilen. Ich glaube, das gibt eine gewisse Unbeschwertheit rein und der Ding sehe ich eine grosse Möglichkeit. Aber das ist ein kultureller Change-Prozess und wie jeder Change kann man wenig Strecken bis gar keine auslassen. Ja, ich möchte eigentlich gerade, Danica, wir kommen gerade zu dir, aber ich möchte gerade noch mal an Pascal geben. Du hast ja direkt mit den Lehrern und Lehrerinnen zu tun. Und vielleicht das, was Katrin auch anspricht, die Bereitschaft zu teilen in Bezug auf Innovation. Überhaupt als Lehrer oder Lehrerin, wie kann ich mich da behaupten gegenüber diesen jungen Menschen, die wahrscheinlich mehr von der Technik verstehen als ich? Es ist wahnsinnig unterschiedlich. Also es gibt, ich würde sagen, es gibt wie beide Seiten. Es gibt tatsächlich die, die mit mehr Fähigkeiten in die Schule kommen, als ich schlussendlich liefern kann. Aber es gibt auch die, die entsprechend eben die Schule auch nutzen können, um sich entsprechend die Kompetenzen anzueignen. Und dort ist für mich wie wichtig, dass sie wie mitnehmen. Ich muss nicht alles wissen als Lehrperson, aber ich muss bereit sein, mich darauf einzulassen. So, das wäre für mich. Und offen sein, für eben auch den Unterricht entsprechend zu ändern und sich anzupassen an die Potenzial an Kinder, die man vor sich hat, entsprechend dort auf das eingehen. Das wäre für mich so wie ein wichtiger Punkt. Und wenn man das macht, dann ist auch das Problem in dem Sinn, dass Schülerinnen und Schüler mehr wissen als ich, nicht unbedingt das Problem, sondern eine Möglichkeit, wie mehr in die Schule zu bringen und mehr zusammen zu schaffen. So. Ja, und ich glaube, ich würde die Frage umkehren und fragen, wie kann ich das als Chance nutzen, dass eben auch gute Lernende oder Schüler andere können mitnehmen können. Weil das ist wie viel mehr Folgenhöhe, als wenn ich zu käme und irgendwie nur ein Halbwissen habe und irgendwie sehr weit weg bin vom Alter dieser jungen Leute, dass man mehr so auf dem Peer auch arbeitet und das als Chance sieht und nicht den Anspruch hat, ich muss alles selbst wissen. Und Danica brennt schon die ganze Zeit unter den Nägeln. Was wolltest du uns noch? Ja, also wenn ich
Pascal und Franziska zugelassen haben, ist mir doch der Kopf, ich persönlich störe mich ein bisschen am Begriff digitale Skills. Und wenn ich euch zulasse, dann höre ich sehr viel mehr ein digitales Mindset. Also du hast von Haltung geredet, oder? Und ich möchte einfach differenzieren zwischen wirklich technisch Sachen können oder wirklich Fähigkeiten und einen Umgang finden. Offen sein, was du gesagt hast, Sachen ausprobieren, da bin ich absolut einverstanden. Da reden wir von Kreativität, von Neugier, von Mut, oder? Also eben digitales Mindset, also vielleicht um das beliebt zu machen. Wir nähern ja auch viel weniger die Frage, was passiert jetzt, wenn die Schülerinnen und Schüler oder die, die sich in Ausbildung befindenden, an Lehrperson oder am Dozent, der Dozentin, voraus sind. Weil dort geht es grundsätzlich um das Dasein in einer sich wandelnden Welt und eben auch gar nicht so fest um einen Megatrend Digitalisierung. Den nennt übrigens das Zukunftsinstitut in Frankfurt auch gar nicht, sondern sie nennen den Megatrend von der Konnektivität. Also was macht es mit uns, wenn soziale Kontakte digitalisiert sind? Was macht die permanente Erreichbarkeit? Was macht die endlose Mobilität mit uns? Wie setzen wir wo Grenzen, um können resilient bleiben in dieser Welt oder zu werden? Und das, finde ich, sind die grossen Fragen, die sehr eng mit der Digitalisierung verknüpft sind, aber die Digitalisierung wirklich fortbringt vom technischen Zugang. Genau. Und jetzt habe ich gerade das Bild im Kopf, oder? Wenn ich jetzt den Lernenden, den 17-Jährigen habe und die 50-jährige Lernbegleiterin, oder? Wenn es um Beziehung geht, dann ist es nicht ein Einweg lernen, oder? Also, nur weil es digital ist. Also, man könnte durchaus etwas von der 50-jährigen Lernbegleiterin lernen, oder? Wert, den sie mitbekommen hat. Also, und dann sind wir das, was du vorher gesagt hast, auf Augenhöhe. Also, wenn man es so verstehen könnte, kann ich völlig gerade den Haken runtermachen. Merci vielmals. Wir haben auch schon spannende Fragen vom Publikum. Aber bevor wir darauf eingehen, wir reden über die jungen Nachwuchskräfte, aber wer definitiv in unserer Runde fehlt, sind die jungen Nachwuchskräfte. Und das wollen wir nachholen. Wir haben nämlich ein Video von den jungen Nachwuchskräften von der Stadt Bern. Wir lassen die Lernenden doch einfach mal selbst zu Wort kommen, was sie denn meinen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, gerade wenn man mit so vielen Mitteilungen, Daten, Eindrücke den ganzen Tag zu tun hat. Ich glaube, wir müssen lernen, ausschalten zu können, differenzieren zu können. Was kann ich brauchen? Was ist nicht fake? Was kann ich wirklich auf diese unzähligen Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, brauchen und wie? Man sollte wissen, wie man mit Informationen und Daten umgeht und sich im Klaren sein, wie sich der Datenschutz und die Sicherheit verhalten. Ich finde es auch wichtig, dass Jugendliche wissen, wie man digitale Probleme löst. Ich glaube, wir müssen heutzutage nicht mehr über Basics von Microsoft, Zusammenfügungssystem oder Shortcuts sprechen. Es ist sicher wichtig, dass man getraut ist mit gewissen Software, Tools, Apps. Das sind unterschiedliche Betriebssysteme. Und wenn man gerade etwas vom Webtools und Programmiersprachen versteht, noch besser. Ich denke, Kompetenzen kann man fördern, indem man die neuen Technologien und digitalen Informationen schon sehr früh lernt und man es auch im Unterricht behandelt. Weiterbildungen helfen natürlich. Kurse. Und gerade weitergeben, was man selber gelernt hat, was man für Wissen hat. Ja, wir haben es gehört, einer der Wünsche der Jugendlichen, der jungen Nachwuchskräfte ist auch der Umgang mit dieser digitalen Welt, mit den vielen Informationen. Wir haben auch eine Publikumsfrage dazu. Wie kann man den jungen Menschen auch mitgeben, wie sie ihre mentale Gesundheit schützen können? Und ich möchte wissen, Reinhold, bei dir, du hast ja mit Menschen in der beruflichen Grundausbildung zu tun, die in diesen Arbeitsalter kommen, der inzwischen halt nicht um 5 fertig ist. Wie können wir den Menschen beibringen,
damit zurechtzukommen, wo wir es doch selber so gar nicht so gut können, oder? Ich glaube, das ist der spannende Punkt, dass wir es selber haben müssen lernen. Also wir sind ja selber, also mindestens kann ich für mich sagen, die Falle tappt, was gekommen ist, dass wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt 24 Stunden und immer und überall erreichbar sein. Und ich glaube, es ist auch wie ein Prozess, den man durchläuft. Und ich glaube, die Herausforderung ist einfach, dass sich wie Arbeit und private Aktivitäten mit Informatiktools vermischen und darum das auch nicht so abgrenzbar ist. Mhm. Und es gibt sicher ein paar Regeln, die man einhalten kann, aber ich glaube, es muss wie auch jedes für sich herausfinden, was ist es. Und dort halt auch vielleicht das Thema Achtsamkeit auf sich achten, was stresst mich, was tut mir nicht gut und wenn brauche ich vielleicht auch mal eine Auszeit, dass ich die Geräte abschalte und nicht erreichbar bin. Mhm. Danika, das ist ja auch Teil der VUCA und agilen Welt. Ich kann zwar arbeiten, wann und wo ich will, aber das heißt doch, ich kann immer arbeiten. Wie bringt man jungen Menschen da das richtige Mindset mit, wie man damit umgehen soll mit dieser Welt? Also, was cool ist, dass wir jetzt im Rahmen von der Digitaltag gerade so eine Initiative am Laufen haben, also eine Resilienz-Challenge für Lernende. Und dort kann man übrigens jetzt sich noch anmelden und gratis mitmachen für 14 Tage. Wie machen wir das? Also ich habe gesehen, es gibt eine Frage aus dem Publikum, eben, kann man Gamification-Element nutzen, um, ich sage jetzt mal, auch mühsame Sachen mit auf den Weg zu geben. Und das versuchen wir, also dass wir in kleinen Häppchen über 14 Tage für 10 Minuten Übungen machen, also, wo sie auf dem Smartphone haben. Und dort lernen sie eigentlich an ihre inneren Ressourcen zurückzugreifen. Also das Ganze ist auf der positiven Psychologie aufgebaut, also quasi wirklich Stärken passiert. Und es ist wirklich interessant, wir haben jetzt schon über 100 Lernende quasi dürfen mit den WUKIDS begleiten. Und das Interessante ist, dass Lernbegleiter sie sind, wie sie sich geöffnet haben, dass sie sehr offen Antwort gegeben haben, also was sie belastet und dass sie wirklich, die sind interessiert und sie strugglen und das wissen wir ja eben, das ist so, die Lernenden sind ja wirklich in dieser Transitionsphase von quasi jugendlich zum Erwachsenen, alles ist neu, oder? Und wir wissen, dass Resilienz nimmt zu über mehr Lebenserfahrung, also haben sie noch nicht so viel Lebenserfahrung und eben, ich sage immer, das ist die gute Nachricht, man kann es trainieren, aber man muss quasi den Lernenden die entsprechenden Angebote bieten. Und die sind vielleicht nicht unbedingt so, wie wir es noch früher gelernt haben. Oder? Also wir haben jetzt WUKIDS eben mit Zielgruppe entwickelt und immer wieder getestet. Einfach, dass es ja, für sie ja, ein cooles Erlebnis ist. Mhm. Und Pascal, ich möchte gerade bei dir bei genau dem Punkt, nämlich wir selber können ja auch oft gar nicht mit den digitalen Geräten, mit der digitalen Welt umgehen. Wie können wir das beibringen? Wie können wir das lehren, wenn wir es selber doch nicht so wirklich im Griff haben? Ja, ein Teil ist sicher, uns eben entsprechend mit dem auseinandersetzen. Wir können nicht, gerade als Lehrperson, können wir nicht rundum uns wirklich auch vertieft mit dem auseinandersetzen, auch in der entsprechenden Ausbildung. Das heisst, bei uns bekommen sie entsprechende Tools möglichst mit und auch die entsprechenden Weiterbildungen nutzen. So, ich denke, da kommt man wie nicht rundum, zumindest so einen ersten Einstieg zu machen und sich die Fähigkeiten auch wollen, als Lehrperson aneignen. Und der zweite Teil, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, ich finde ihn nicht mehr, es tut mir leid. Kannst du mir die Frage noch stellen? Wie wir das selber den jungen Erwachsenen beibringen können, im Umgang mit unseren digitalen Geräten, wo wir doch selber dauernd am Telefon kleben, oder? Gut, ja, genau. Und der zweite Teil wäre für mich eben auch so eine persönliche Offenheit. Und zu sagen, es muss Thema sein, aber ich weiss noch nicht alles über das Thema. Und ich denke, da können wir dann auch die Jugendlichen mit einbeziehen. Und für mich wichtig sind dort auch Partizipationsmöglichkeiten, wo man die Jugendlichen anlässt und ihnen zulässt und eben auch schaut, was sie ihre Probleme, was ihre Schwierigkeiten und dann miteinander Lösungen finden und entsprechend auch offen sein, dass wir nicht alles
wissen auch nicht alles über die Welt, also wie sie funktionieren. Aber die Schule ist dafür da, eben zusammen zu schauen, wie können wir mit den aktuellen Schwierigkeiten, Problemen, die wir haben in dieser Welt, wie können wir mit denen umgehen, gemeinsam. Mhm. Ich würde sagen, das wäre für mich so ein wichtiger Zugang, ist so das gemeinsame Partizipative. Mhm. Und Katrin, wie siehst du das? Pascal hat es ja gerade angesprochen, das Partizipative. Hast du das Gefühl, wir entwickeln für die Jungen Programme und über ihren Kopf hinweg? Oder sind sie wirklich involviert? Es ist nur nachhaltig, wenn sie involviert sind, mhm. ist meine Meinung. Alles andere macht einfach keinen Sinn, weil wir sind nicht in diesem Ausmaß Teil von ihrer Welt, in ihrer Situation, dass wir wüssten, was für sie das Beste ist. Also das ist einfach auch so eine pädagogische Arroganz vielleicht, die da manchmal in den Köpfen ist. Nein, sie müssen und sollen Teil davon sein. Und ich selber staune auch immer wieder, mit welchem Differenzierungsvermögen Kinder und auch Jugendliche und junge Erwachsene können Stellung nehmen zu Themen in der digitalen Welt. Mhm. Und ich glaube, es ist so ein bisschen eine Huhn-Ei-Frage, oder? Wie soll eine Lehrperson, die selber vielleicht noch nicht 100% für einen Wandel parat ist, ist übrigens niemand auf dieser Welt, wie soll so eine Person können Lernenden oder Schülerinnen und Schüler dann etwas weitergeben? Und da bin ich einfach sicher, es geht nur gemeinsam, weil der Wandel hat uns alle gleich verwünscht, die meisten von uns auf dem linken Fuß. Und es ist ein Wandel, während das Auto weiterfährt. Und zwar auf der Autobahn mit Höchstgeschwindigkeit. Also darum können wir gar nicht den Elefant schieben und sagen, jetzt tun wir zuerst mal die Lehrpersonen so aufrüsten. Und wenn die parat sind, dann schauen wir dann mit den Schülerinnen und Schülern. Geht gar nicht. Mhm. Das heisst, wir müssen alle einfach einen Schritt vorwärts machen. Gemeinsam, ja. Und ein bisschen agil und genau. dabei bleiben. Ja, ich habe im Vorfeld auch ein paar junge Erwachsene gefragt, was ihre Meinung zu dem Thema ist. Und Reinhold, ich will dir eigentlich gerade ein Zitat, wo ich denke, das wirst du vielleicht aus deinem Berufsalltag kennen. Ja, es braucht eigentlich die Anerkennung, dass die Medien und Geräte einfach da sind. Das heißt auch, ich habe halt ein Handy statt den Notizblock am Tisch und ich will nicht von den Alten deswegen komisch angeschaut werden. Das hat nichts mit Disrespekt zu tun. Kennst du solche Situationen, Reinhold, wo die Jungen es einfach anders machen? Ich würde sagen, die jetzt gehen. Ich glaube, wir als SP können mittlerweile sagen, wir haben das überwunden. Nicht zuletzt auch dank den schwierigen Zeiten, in denen wir drinstecken, wo doch einen digitalen Schub gegeben hat jetzt mit Corona. Und es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, ist, dass die Leute mit Tablets oder Smartphone oder Laptop an Sitzungen sind. Und zwar nicht nur die Jungen, sondern alle. Also man sieht kaum noch Notizblock. Mhm. Aber das ist natürlich ein Thema, und ich glaube, es ist so ein bisschen auch ein Thema, das vorhin schon angesprochen wurde. Es geht nicht mehr darum, ja, einfach nur Erfahrungswissen hat eine gewisse Wertigkeit, sondern eben das Wissen der Jungen und die Erfahrungen, die sie machen, haben auch eine Wertigkeit. Und das Spannende und der Mehrwert ist dort, wo wir das zusammenbringen. Mhm. Und das, glaube ich, ist eine der grossen Herausforderungen, dass nicht irgendjemand das Gefühl hat, ja, jetzt, sag jetzt mal, bin ich nicht mehr wert oder mir keinen Respekt mehr vor dir, sondern eben genau auf Augenhöhe miteinander weggehen und miteinander die besten Lösungen suchen. Mhm. Und Danica, du hast es ja auch schon vorhin erwähnt, man lernt voneinander. Brauchst du nicht einfach auch eine komplett neue Art zu lernen? Nicht ich, der Lehrer oder der Auszubildende steht vorne und unterweise euch, sondern ein neues Modell. Absolut. Ich kann vielleicht zu dem Statement noch kurz etwas sagen. Also ich habe so einen Millennial zu Hause und noch einen jüngeren. Und der Grosse, der schläft mit dem Handy. Und ich war wirklich entsetzt gewesen am Anfang. Und kürzlich am Tisch hat der Kleine am Grossen gesagt, man hat nicht das Handy beim Essen. Oder? Und das ist wirklich so, das ist ein Automatismus. Und spannend finde ich eben, dass das eigentlich gute Momente sind, um verschiedene Positionen, verschiedene Sichten zu verhandeln. Oder? Und ich glaube, das ist nicht immer einfach, das ist spannungsvoll, aber ich glaube, dort müssen wir durch, oder? Also für mich ist eigentlich wie so klar geworden, es gibt kein richtig oder falsch mehr. Wir haben nur noch Schattierungen. Oder? Mhm. Aber zu deiner Ursprungsfrage. in der heutigen Zeit, oder? Ich glaube wirklich, dass das Konzept des Experten langsam outdated ist. Oder? Also ich sage immer, die Expertise sitzt nicht mehr zwingend in der Hierarchie oben. Oder? Die kann irgendwo eben beim Praktikant drinnen sein. Und das bedeutet, dass wir uns wie, also das ist eine andere Welt. Oder? Wir sind so sozialisiert worden. Die Chefin hat
immer recht oder meistens recht. Oder? Und da sind wir wieder bei unserem Thema, das wir eingangs diskutiert haben, oder quasi die Bereitschaft haben, sich für andere Konzepte zu öffnen. Aber was ich feststelle, ist, dass, und ihr entschuldigt mich, wenn ich das so sage, dass die Wertigkeit von theoretischem Wissen abnimmt und das, was du gesagt hast, eben das Erfahrungsbasierte, also dass das an Wert zunimmt. Und du hast vorher auch etwas Schönes gesagt, was ich total unterstreichen kann. Es geht nicht mehr um zweijährige Ausbildungen und Titel oder niederschwellige Angebote. Und am Schluss ist es mir egal, ob das ein Brand dahinter ist, sondern der neue Inhalt muss die Leute erreichen, dass sie etwas mitnehmen und nachher das umsetzen. Also so quasi das neue Lernen. Jetzt Danica hat gesagt, Expertentum ist nicht mehr das Ding der Stunde. Pascal, müssen sich die Lehrer und Lehrerinnen warm anziehen? Ist der Beruf nicht mehr der Zukunft? Ich denke, wo tatsächlich die Lehrpersonen weniger eine Rolle spielen, ist, wenn es um Fachwissen geht. Also Fachwissen haben wir heute relativ gut angebildet durch das Internet, wo man sich entsprechend Wissen kann aneignen kann. Wo aber die Lehrpersonen immer noch eine wichtige Rolle spielen, als ist Experte im Lernen. Also wie bringe ich mir etwas bei, wie kann ich mir etwas beibringen, wo finde ich Informationen. Und so solche Sachen, da spielen sie eine wichtige, auch entsprechende Vermittlerrolle, die ich finde, das, und der ganze Wandel, den finde ich, der stärkt sie eher in dieser Rolle. Dass wir viele Unsicherheiten haben, kann man wirklich als Lehrperson dort auch Hilfe bieten in dieser Unsicherheit. Ich finde, der Wandel stärkt die Lehrpersonen eher in ihrer Rolle, als dass es sie schwächt. Und das Einzige, was ich finde, was möglicherweise ein bisschen schwächer wird, ist das Fachwissen, das man sich auch außerhalb von dem aneignen kann. Es kommt noch ein bisschen darauf an, auf die Stufe. Ich denke, ab dem, wo sie sehr gut lesen können, kann man sich sehr viel Wissen außerhalb aneignen. Vorher ist wirklich das Fachwissen immer noch ein zentraler Punkt, auch für welche Themen sie zum Beispiel aufgreifen. Das ist doch genau der Wandel von Lehrperson zum Lehrcoach, wo du ansprichst. Und halt das, was ich das Gefühl habe, was den Jugendlichen häufig fehlt, ist so die Orientierung, die Fokussierung. Oder man könnte so Anker nennen in dieser Welt, insbesondere der digitalen Welt, von der schier unmöglichen, endlosen Möglichkeiten, braucht es ja irgendwo so einen festen Pol, der einem ein paar Leitplanken auch gibt. Ich habe den Ausdruck nicht gern, weil der ist beschränkend. Darum rede ich lieber von Anker, von Fokussierung und von Orientierung. Und ich glaube, das ist, stärkt extrem die Lehrpersonenrolle. Da bin ich sehr bei dir. Ja. Aber reden wir nicht, also ich bin vor allem zuhause, ich sage jetzt mal im Hochschulbereich, und da reden wir ja von Expertenorganisationen, oder? Also das Selbstverständnis von Lehrpersonen, oder, ist doch die Expertise, und das, was du sagst, unterstütze ich total. Aber ich beobachte in der Praxis etwas anderes, dass nämlich das, was du sagst, Franziska, Lerncoach, die sozialen Fähigkeiten, das ist nicht so viel wert, oder, als wenn ich quasi der Physik-Experte bin, oder? Also, es ist schön gesagt, ich versuche es jetzt einfach ein bisschen zu challengen, oder? Und ich weiß nicht, was es braucht, dass die Lehrpersonen eben, am Schluss geht es um Wertschätzung, Anerkennung von der Gesellschaft, von dem System überkommen, oder? Also, genau auch dann, wenn sie mehr Coaching-Tätigkeit übernehmen würden. Ich glaube, es ist sehr schulstufenspezifisch. Das Selbstverständnis von Lehrpersonen nehme ich je nach Schulstufe sehr unterschiedlich wahr. Zum Beispiel auf Gymnasialstufe, Sekt 2, aber Gimmer, die sehen sich meines Erachtens wirklich viel mehr als Fachexperten. Und dort ist vielleicht auch manchmal schwieriger, die Kultur vom Teilen, vom Innovieren, wo sehr pädagogisch, didaktische, eine kleine Fokussierung auf das ist, die etwas mehr zu verankern. Zum Teil wird es fest schon umgesetzt und zum Teil sind wir einfach schlicht anders sozialisiert worden. Und auf anderen Stufen ist es schon lange üblich, dass man sich primär als didaktische, pädagogische Person sieht und weniger als Expertin vom Fach.
Reinhold, was sagst du als Praktiker dazu? Ja, das ist eben ein Thema, das wir schon auch kennen, die betriebliche Bildung, betriebliche Grundbildung. Und ich glaube, es hat auch noch damit zu tun, wie rekrutieren wir die Personen, wenn wir einfach jedes Mal den besten Fachexperten nehmen und nicht den, der die besten Coaching- oder Sozialkompetenzen hat, dann wird sich das nicht so schnell ändern. Aber wir haben das auch in der betrieblichen Bildung. Wir haben genau den gleichen Kampf mit unseren berufsbildenden Ausbildungspersonen, dass sie als einfacher erachten, Fachwissen zu vermitteln, als einen Lernprozess zu begleiten. Ob schon, Pascal hat schon gesagt, der Lernprozess begleiten ist etwas sehr Bereicherndes und ist eigentlich sehr anspruchsvoll. Und wir haben jetzt schon über 10 Jahre oder mehr als 10 Jahre schon Erfahrung mit lernenden Teams, also mit ganzen Verkaufsstellen, wo durch ein lernendes Team und einen Lerncoach betreut wird, geführt werden oder auch in den Backoffice mit Lernenteam gearbeitet wird und machen sehr gute Erfahrungen. Und das ist nicht so, wenn man die gut begleitet und ich sage bewusst begleitet, eben nicht ausbildet, zu lassen, die Erfahrungen machen, nicht mit schlechteren Ergebnissen unterwegs sein als andere. Das heisst, mehr Begleitung, weniger den Frontal. Und in der heutigen Zeit, wo der Halbzeitwert oder Halbwert von Wissen einfach immer kürzer wird, ist genau das Wichtige. Wie gehe ich mit dem um? Wie kann ich das immer wieder dann, wenn ich es brauche, erneuern? Vielleicht ist auch das Zeitalter mit Zertifikat und Diplom vorbei, weil ich das muss lernen, was ich gerade im Moment brauche. Merci vielmals. Wir sind eigentlich schon am Ende angelangt. Ich glaube, wir haben schon die ganze Tour gemacht und das ist super zusammengefasst. Eigentlich weg von den Zertifikaten, weg vom Expertenwissen. Immer mehr dahin, was muss ich jetzt wissen, was muss ich jetzt lernen und wo kann ich es lernen. So, danke euch vielmals und danke auch unseren Zuschauern und Zuschauerinnen für die spannenden Fragen. Ich hoffe, alle konnten etwas mitnehmen für ihre eigene Zukunft und eben weg von den Digital Skills und mehr Digital Mindset für die Zukunft.